Hallo, im heutigen Video möchte ich euch erklären, wie man seinen Automatikschweißhelm am besten auf seine Schweißaufgabe einstellen kann bzw. auf seine Bedürfnisse einstellt. Um euch das gut darstellen zu können, habe ich zwei Schweißhelme von unterschiedlichen Herstellern mit unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten. Ein moderner Automatikschweißhelm hat mittlerweile viele Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Dazu sollte man wissen, welcher Knopf hat welche Funktion. Als erstes schauen wir uns die Abdunklungsstufen an, im Englischen auch Shade genannt. Die Abdunklungsstufe ist die Dunkelheit, wenn der Helm abgedunkelt hat, das heißt während des Schweißens. Bei diesem Helm geht diese zum Beispiel von 8 bis 13. In dieser Tabelle findet ihr einen groben Richtwert, wie ihr euren Schweißhelm mit welcher Abdunklungsstufe einstellt. Bei diesem Modell wird durch Drehen die Abdunklungsstufe eingestellt. Bei diesem Helm wird es digital durch Klicken angezeigt. Als nächstes schauen wir uns die Sensibilität an, auch sensitiv genannt. Mit der Sensibilität kann man einstellen, wie sensibel soll der Helm bzw. die Sensoren auf das Umgebungslicht reagieren. Ist die Sensibilität auf niedrig gestellt, reagiert er sehr, sehr träge, das heißt bei relativ viel Licht erst. Ist er höher eingestellt, reagiert er deutlich schneller. Als letztes schauen wir uns die Verzögerungszeit an, auch Delay genannt. Mit der Verzögerungszeit kann man einstellen, wie lange braucht der Helm wieder zum Aufblenden. Zum Beispiel beim Schweißen von Aluminiumwerkstoffen oder Aluminiumwerkstücken kann es sein, dass die Schweißnaht am Ende noch etwas nachglüht und relativ hell ist. Dadurch kann eingestellt werden, je länger die Zeit ist, wie lange soll er noch die Dunkelstufe beibehalten, bis er wieder aufblendet. Mit diesen Informationen zu den Einstellmöglichkeiten von den Schweißhelmen solltet ihr euren Helm passend einstellen können auf eure Schweißaufgabe.